Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute ist Video Reaction Time, also wie gesagt. Also, wir gucken uns heute an die lustigsten Promis, also die heftigsten 8 Promis, die Rekorde gebrochen haben, Leute. Also, schaut vorbei, falls euch das Video gefällt, liken, Abo dalassen, Glocke aktivieren, jeden Tag neue Retalks, neue Videos, etc. Mr. TNB, Linktree. Aktiv mit Donate, bla bla bla. Gewinnspiel diese Woche endet. Guckt, also aufpassen, was zu gewinnen gibt, wisst ihr. Und wir fangen auch direkt mit dem Video an. Mit Reaction. Also, fangen wir auch direkt an. Los geht's. Milliarde verkaufte Tonträger von Michael Jackson. Ja, genau, Michael Jackson kennen wir alle noch, der angeblich tot ist, aber lebt irgendwo anders. 100 Millionen Dollar Filmgage für Daniel Craig. Usain Bolt kennen wir auch damals, richtige Olympia-Rekorde gebrochen. Sie wirken jedoch ziemlich langweilig im Vergleich zu dem, was die Promis in diesem Video erreicht haben. Ja, Ronaldo, da kennen wir, der hat ja Fußballrekorde gebrochen letztens. Superstars präsentieren, die in ihrem Leben Tupac soll angeblich auch leben. Absolut kuriose Rekorde gebrochen. Wir zeigen euch unter anderem den Filmstar, der sich in seinem Leben die meisten krassen Verletzungen zugezogen hat, einen Deutschrapper, der eine schockierende Bestmarke aufgestellt hat und natürlich vieles, vieles mehr. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit einem Mann, der unser Verständnis des Universums für immer verändert hat und für viele einer der klügsten Menschen aller Zeiten ist. Wer und denn? Zwar Stephen Hawking. Ja, genau, der hat ja diese Anstatt, dass wir Astrologie hier jedoch einen Blick und bla 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 auf IQ werfen, gibt es jedoch eine andere, wesentlich tragische Bestmarke, die ihm bisher kein Mensch ja, auf der ganzen Welt streitig machen konnte. Seit seinem 21. Lebensjahr litt Hawking nämlich unter der unheilbaren Krankheit ALS. ALS greift nicht nur das allgemeine Nervensystem sondern sorgt auch dafür, dass die meisten... Leute, ALS ist schwierig, schlimme Krankheit, genau wie MS und so was, ey. Ja, das sind dann halt die Leute, die auch später nicht mehr laufen können und früh sterben werden. Ein trauriges Bild. Ja, machen wir direkt weiter. So wie Stephen Hawking auch, fast vollständig gelähmt im Rollstuhl landen. Wenn überhaupt. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Diagnose von ALS liegt nämlich gerade mal bei 3 bis 5 weiteren Jahren. Im Falle von Hawking hätte dies also bedeutet, dass er eigentlich schon 1968, also mit gerade einmal 26 Jahren, die Erde hätte verlassen müssen. Ja, genau, doch das Hawking ist so ein wurde Phänomen. Zu einem Wunder der Medizin. Bis 2018, also 55 Jahre nach der Diagnose, lebte er ohne geistige Einschränkungen weiter. Länger als jeder andere Mensch mit ALS zuvor. In dieser Zeit wurde er nicht nur zum berühmtesten Wissenschaftler der Welt. Dank seinem Sprach- und Schreibcomputer schrieb er mit Eine kurze Geschichte der Zeit außerdem das wohl erfolgreichste Wissenschaftsbuch aller Zeiten und wurde zu einer echten Kultfigur. Auch ja, genau, eine echte Kultfigur kennt ja auch ist jeder Mensch. Unser nächster Promi, nämlich Joey Kelly. Ja, genau. Als Mitglied der Kelly Family der macht ja diese extremen, ohnehin Digga, schon diese extremen rekordverdächtigen Sportfamilie. Anstatt jedoch mit Musikschlagzeilen zu machen, widmete er sich irgendwann einem anderen, komplett verrückten Hobby. Wie gesagt, wird richtig geile News auch abonnieren, falls... Ausdauersport. Und darin ist Joey Kelly mindestens genauso rekordverdächtig wie im Entertainment-Bereich. 2012 brach er zum Beispiel den Rekord der meisten innerhalb von 24 Stunden auf einer in Gegenrichtung laufenden Rolltreppe zurückgelegten Stufen. Ja, das ist wirklich die offizielle Bezeichnung des Rekords. Aber Joey Kelly wäre nicht Joey Kelly, wenn das schon alles wäre. Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons balancierte er auch 24 Stunden lang auf einem 11 Meter langen Seil in 12 Metern Höhe. Dabei legte er über 15 Kilometer balancierend zurück und stellte somit einen weiteren Weltrekord auf. Übrigens, er ist auch mal zu Fuß von Norddeutschland bis auf die Zugspitze gelaufen. 900 Kilometer am Stück. Kommen wir von Joey Kelly zu einem anderen Musiker, der aber unterschiedlicher Leute, nicht sein könnte. Leute, das ist einfach richtig gemeint crazy. Ist der Lieblingsrapper deiner Lieblingsrapper, Tupac. Ja genau, der soll ja angeblich tot sein und dann wieder nicht, dann wieder ja. Sein dramatisches keine Ahnung, Leute, angeblich soll er woanders auch untergetaucht sein mit anderen. Jahren zu sprechen, kommen wir zu einem erschreckenden Fakt, an den sich kaum noch jemand erinnert. Soll angeblich woanders denn bereits 1994, also ach, zwei Jahre Ahnung. Bevor Leute, er einer tödlichen Kugel wurde schon mal auf Tupac geschossen. Damals widerfuhr ihm nämlich ein Attentat, bei dem sage und schreibe 5 Kugeln in seinem Körper landeten. Eine davon
und sogar im Kopf. Wie durch ein Wunder überlebte er zwar auf der einen Seite, auf der anderen hielt er aber auch jahrelang den traurigen Rekord für den Rapper, der die meisten Kugeln überlebt hat. Zumindest bis 2000 auf den damals aufstrebenden 50 Cent geschossen wurde. 50 musste nach der Attacke sogar mit 9 Kugeln überall im Körper ins Krankenhaus eingeliefert werden und ist seitdem der Rapper, der den wohl tödlichsten Angriff aller Zeiten überlebt hat. Ja, es waren 9 Kugeln, als nächstes bleiben Digga, wir beim Alter, Rap das ist richtig und kommen crazy, zu einem der Rapper Deutschlands, der vor allem für eins bekannt ist, seine kriminelle Energie. Gemeint ist natürlich das Chormitglied der 187 Straßenbande Jizzes. Durch seine kriminelle Energie wurde der Hamburger Rapper aber nicht nur weltbekannt, er brach auch die ein oder andere Bestmarke. Richtiger Frauenschwarm, Musikvideos, das die meisten Straftaten beinhaltet. Junge, im Jahr 2018 releaste er nämlich das skandalöse Video zu seinem Typen, Track, Leute, was sagt ihr, mögt ihr denn, ja? In dem er fast 3 Minuten lang sämtliche illegalen Aktivitäten andeutete. Von Körperverletzung über Rauschmittel, Konsum, Besitz und Handel, illegalen Waffenbesitz, ja, genau, bis zur Verletzung komisch, von Persönlichkeitsrechten, ja, und komm, vielem Alter, mehr, wurden dort zahlreiche Straftaten dargestellt und gezeigt. Jalla. Erstaunlicherweise hatte Jizzes damit aber immensen Erfolg. Das Video wurde von dem berühmten Magazin Worldstar Hip Hop veröffentlicht und erhielt innerhalb kürzester Zeit 70 Millionen Aufrufe. Für einen deutschen Rap-Track unglaublich viel. Allerdings wurde das verbrecherische Musikvideo doch noch zu einem Problem. Nachdem die Behörden Wind davon bekamen, wurde es nämlich indiziert und darf seitdem nicht mehr verbreitet werden. Gleichzeitig erhielt Jizzes Dutzende Anzeigen für die im Video gezeigten Straftaten. Neben dem Musikvideo ist Jizzes übrigens auch ansonsten rekordverdächtig kriminell. Mit unglaublichen 17 Verurteilungen in verschiedenen Gerichtsverfahren ist er nämlich außerdem der am häufigsten verurteilte Deutschrapper. Übrigens, ja, schreibt läuft, uns an der Alter. Stelle doch mal in die Kommentare, wer euer Lieblingsrapper ist. Ja, also wir mein Lieblingsrapper ist... Auf der Nummer 4. Also wie gesagt, Leute, mein Lieblingsrapper ist Apache, kennt ihr, oder Capital Bra, auch so richtige Frauen-Schwamm, die bringen ja hier auch die ganzen Getränke und Essen raus, ey. Richtig dumm, Alter, schmeckt einfach nicht und ist viel zu viel Chemie und ne, no way, lass die Finger. No way, no way. Keine Ahnung, Alter, was ist euer Lieblingsrapper? Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, bla bla bla, und wir machen jetzt weiter und so fort. Also Jizzes ist auch so ein richtiger Frauen-Pissaffe. Kommen wir zu dem Mann, der vor allem zwischen 2016 und 2021 wohl mehr in den Medien war als irgendwer anders. Donald Trump. Auch er hält eine messbare Bestmarke, die euch ins Staunen versetzen wird. Ja, genau, der USA in die Ruinen getrieben, Leute. Leute, der USA scheiße gemacht. Na, also, eines Präsidenten oder die größte McDonald's-Menge, die das Weiße Haus je gesehen hat, sondern um eine Sache, die eigentlich nur noch zum Kopfschütteln ist. Und zwar war Donald Trump der Politiker, der in seiner Amtszeit nachweislich am meisten gelogen hat. Nachdem er das Weiße Haus verlassen hatte, veröffentlichte die Washington Post eine Untersuchung, die herausgefunden hatte, dass Trump während seiner Amtszeit insgesamt 30.573 Mal etwas erfundenes, eine irreführende Aussage Leute, oder eine eiskalte Lüge von sich gegeben hatte. Ah, in seinem letzten Amtsjahr hat er im Durchschnitt sogar 39 Mal am Tag die Unwahrheit gesagt. Am häufigsten auf Wahlkampfveranstaltungen oder auf Twitter. Zu den gravierendsten Lügen zählten unter anderem die Idee, man könne sich Desinfektionsmittel gegen das Coronavirus injizieren oder dass Joe Biden aufgrund eines Wahlbetrugs gewonnen hätte. Kein Wunder, dass seine Amtszeit bis heute vor allem mit einem Begriff in Verbindung gebracht wird. Oh Mann. Fake News. Fake News. Auf der 3 machen wir mit einem ebenfalls schockierenden Rekord weiter, dieses Mal jedoch aus einem anderen Grund. Es geht dabei um Jackie Chan, einen der berühmtesten Action-Schauspieler aller Zeiten, der vor allem dafür bekannt ist, dass er alle seine Stunts selber dreht. Ja, genau, den kennen wir auch noch von. Sorry, Alter. Zum Verhängnis und erhält mittlerweile einen traurigen Rekord. Und zwar hat sich kein Filmstar jemals mehr schwere Verletzungen zugezogen als Jackie Chan. Bei den knapp 200 Filmen, in denen Chan aktiv vor der Kamera stand, kam es laut einigen Quellen insgesamt zu über 3000 Verletzungen. Zwar ist es unmöglich, alle einzeln aufzuzählen und bei vielen handelt es sich auch nur um kleinere Blessuren, es gab jedoch auch unzählige Verletzungen, die mehr als nur ernst waren.
So stürzte er unter anderem bei den Dreharbeiten zu Project A aus 8 Metern Höhe in die Tiefe und brach sich so gut wie alle Knochen. Ein anderes Mal wurde er von 2 Autos eingeklemmt, wobei er beinahe ein Bein verlor. Am krassesten war jedoch, als er mit gerade einmal 19 Jahren von Bruce Lee höchstpersönlich aus Versehen ein Holzbrett aufs Auge bekam und nur um ein Haar sein Augenlicht verlor. Dass er überhaupt noch am Leben ist, ist also mindestens genauso krass, wie dass es noch Krankenversicherungen gibt, die ihn als Kunden nehmen. Auf der Nummer 2 kommen wir zu einem, naja, ziemlich... Ey Digga, das ist einfach, Alter, unnormaler Mensch, Alter. 3000 Verletzungen hatte jeder, wäre schon ein Koma, Tod, ey, keine Ahnung, der... Das unsterbliche Wiedergeburt hält, ey. Leute, ey, was sagt ihr dazu? Richtig krank und crazy as ever, ever, ever. Körperlichen Rekord, der von einer jungen Frau namens Ashley Matthews aufgestellt wurde. Aber Ashley Matthews ist doch gar kein bekannter Promi, fragt ihr euch? Das ist richtig, denn besser bekannt ist Ashley als Riley Reid, die derzeit eine der berühmtesten und meist ausgezeichneten Darstellerinnen für Erwachsenenfilme weltweit ist. Und dass sie weltberühmt ist, ist keine Untertreibung. Denn mit insgesamt 2 Milliarden Aufrufen sind ihre Videos die meistgesehenen in ihrer Branche. Aber dieser Rekord ist kein Zufall, denn tatsächlich ist Riley Reid auch die Erwachsenendarstellerin mit den meisten gedrehten Videos und Filmen. Im Laufe ihrer Karriere spielte sie nämlich in über 1400 professionellen Produktionen mit und drehte darüber hinaus noch hunderte weitere Privatvideos. Tatsächlich kommt sie somit laut eigenen Schätzungen auf über 1600 Videos, die sie im Übrigen innerhalb von gerade einmal 12 Jahren gedreht hat. Das bedeutet, sie hat über 10 Jahre lang im Schnitt jeden dritten Tag ein Video oder einen Film gedreht. Inzwischen hat sie dem Business aber übrigens den Rücken gekehrt und lebt mit ihrem Mann und ihrer 9 Monate alten Tochter in einer Villa in Los Angeles. Bevor wir auf der 1 einen komplett wilden Social Media Rekord für euch haben, zeigen wir euch noch auf der 2 eine nennenswerte Erwähnung. Cristiano Ronaldo ist nämlich der Promi, ja, der arrogante Wissenswert-Videos vorkam. Tatsächlich kam er schon in über 92 Videos von uns vor. Also an der Stelle mal ein Shoutout an CR7. Last but not least kommen wir auf der Nummer 1 noch zu einer Twitter-Bestmarke, die absolut surreal wird. Ja, Twitter, amerikanisch relevant. Im Mittelpunkt steht dabei Beyoncé, die 2011 alle Grenzen der Plattform sprengte. Damals kündigte die Sängerin bei den MTV Video Music Awards nämlich an, dass sie das erste Mal schwanger sei. Die Reaktion darauf waren nicht nur zahlreiche Presseberichte, sondern auch 8.868 Tweets über Beyoncé. Und zwar pro Sekunde. Bis heute wurde über kein Thema in so kurzer Zeit mehr getweetet. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen dieser Rekorde ihr am verrücktesten fandet. Ach so, und hier ist eins. Also Leute, das war auch schon mit dem Reaction-Video. 8 Promis, die heftige Rekorde gebrochen haben. Also ich fand am heftigsten hier mit Jackie Chan einfach über, Junge, der Digga ist nicht mehr normal, ey. Über 3000 Verletzungen und der lebt immer noch, ey. Wie viele Schutzengel hat der, ey? Was denkt ihr, Leute, ey? Oh, Mann. Ja, ihr könnt auch mal schreiben, was habt ihr so, was war für euch der heftigste Rekord oder den ihr gehört habt oder sonstiges? Wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren, nicht zu vergessen, Glocke aktivieren, jeden Tag Real Talks neu und so weiter. Und in der Beschreibung Infos, alles vorhanden und so weiter, gespielt diese Woche. Halt alles, das war's. Mr. T. NRW.